Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir haben ja etliches erledigt in der letzten, in den letzten Folgen auf Volt. Dumm, sich wegen so etwas aufzuregen, oder? Letztlich ist die Tempest ein Schiff wie jedes andere. Man kann sie zerlegen und wieder zusammenbauen. Zumindest wird das passieren, wenn es nach Gil geht. Ah, Carlo, es tut mir leid, aber Gil hat in mancher Hinsicht da wirklich recht. Carlo nimmt das alles sehr persönlich, weil er halt sich an alle kleinen Details erinnert. Versuchen wir es mal ein bisschen beschwichtigend. Gil modernisiert die Tempest. Er verschrottet sie nicht. Sie ist in guten Händen. Ich wünschte, ich könnte Ihnen glauben. Aber vielleicht sonst noch etwas? Wenn Sie beim Bau der Tempest geholfen haben, wissen Sie bestimmt viel über sie. So ziemlich alles sogar, in- und auswendig. Es war ziemlich mühsam, sie zum Laufen zu bringen. Die Initiative wollte topmoderne Technologie, die wir koordinieren mussten und die zum Teil schwer zu beschaffen war. Beschaffen? Kaufen. Legal und korrekt, versteht sich. Leider gingen die anderen Pathfinder-Schiffe verloren, als diese Geißel auf die Nexus traf. Die Tempest ist damit einzigartig. Ah ja, die anderen Pathfinder hätten ja auch Schiffe gehabt, ne? Wissen Sie, ich habe noch nicht viele Salarianer getroffen. Vorsicht, je nachdem, wen Sie fragen, sind wir hinterhältige Spione, geniale Forscher oder übereifrige Wissenschaftler. Wir müssen das ganze Leben in knapp 40 Jahre packen. Alles wird beschleunigt, die Linien verschwimmen. Ich hoffe nur, dass wir unsere alten Fehler hier draußen nicht wiederholen. Das hatte ich, glaube ich, irgendwie schon. Wenn ich ihn jetzt über Gil frage, nee, machen wir mal so. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Jo. Weiß ich. Okay, mit Suvi, mal gucken, ob sie was Neues zu sagen hat. Liam hat erwähnt, dass er einen Filmabend plant. Ach ja. So ist es. Er verschiebt ihn, weil es ihm nach dem Anblick dieser Aufstiegseinrichtung einfach nicht richtig erschien. Wir haben also noch ein bisschen Zeit und ich hätte da eine Idee. Zu einem Film braucht man doch auch Snacks, oder? Ich habe ein angaranisches Rezept für Häppchen gefunden, die aus einer in Helios heimischen Pflanze zubereitet werden. Sie ist allerdings selten und Sie wollen, dass ich danach suche. Oh, würden Sie das tun? Es wäre schön, den anderen, Sie wissen schon, eine Freude machen zu können. Ja, das finde ich eine gute Idee. Das finde ich wirklich eine gute Idee. Ah, auf A, ja. Okay. E-Mails. Ich check mal die E-Mails. Nicht, dass Pibi mir eine Mail geschickt hat. Okay. Sie hatten recht. Unrider von Mildred Womsis. Sie erinnern sich vermutlich nicht an mich, aber ich habe sie auf der Nexus aufgehalten und ihnen die Ohren wegen der Angara auf unserer Station wundgeredet. Sie sagten mir, ich solle sie kennenlernen, also habe ich das versucht. Und nun ja, sie scheinen wirklich rücksichtsvoll und vertrauenswürdig zu sein. Also machen Sie ruhig so weiter. Viel Glück. Oh, das ist aber nett hier, ne? Machen wir mal Archiv. Danke fürs Zuhören. Das war's schon, Costa. Ach ja, wir hatten ihm ja zugehört, nach, ne, wo er so seine kleinen Probleme hatte. Pathfinder, vielen Dank, dass Sie Amurt geholfen haben, herauszufinden, was aus seiner Schwester Amara geworden ist. Das Wissen, wohin sie ging, hat ihm eine Last von der Seele genommen. Ich versuche, ihm seine letzten Monate so angenehm wie möglich zu machen, indem ich ihn darin bestärke, dass seine Entscheidungen richtig waren. Ich hätte nie erwartet, dass eine Fremde derart freundlich und verständnisvoll begegnen würde und frage mich, ob unsere Isolation vielleicht ein Fehler war. Wie wenig wir doch wissen. Sie haben uns allen einiges zum Nachdenken gegeben. Pala. Das war der Angara auf Haval in diesem, jetzt komme ich nicht mehr drauf, wie es heißt, aber diese zurückgezogen Lebenden. Und der hatte ganz am Anfang, wurde ja gesagt, dass er krank ist. Und er hat dann einen Grund gesucht, weshalb er seine Schwester nicht aufsuchen muss, weil er die Sicherheit dieser Umgebung nicht verlassen wollte. Da habe ich in dem Moment, als ich die Quest abgegeben habe, gar nicht mehr dran gedacht, dass er ja krank war. Also, aber auf jeden Fall scheint das ja ganz gut gewesen sein, wie wir das gemacht haben. Ich habe dann gesagt, es ist seine Entscheidung, ob er sie aufsucht oder wie auch immer er Kontakt mit ihr aufnimmt. So. Seltsamer Wohlstein. Ach ja, genau, der Meteorit. Unrider von Chief Lucan.
Pathfinder, dieser Stein, den Sie gefunden haben, ist wirklich außergewöhnlich. Soweit ich es sagen kann, ist er das Überbleibsel eines Meteoriten, der die Geißel durchquert hat, ehe er auf Volt niedergegangen ist. Dadurch wurde er mit einer ähnlichen Ladung versehen. Die Anwesenheit von den Helios heimischen metallischen Elementen innerhalb des Steins könnte einen solchen Transfer ermöglicht haben. Ich weiß nicht, warum die Adi so darauf reagiert haben. Ich habe ihn in einer mit Blei isolierten Kiste verpackt. Er macht mir Angst. Chief Lucan. Danke. Ein Ryder von Lexi. Hallo Ryder. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mich auf der Nexus besucht haben. Entschuldigen Sie, dass ich weggelaufen bin. Das war unprofessionell und wird nicht wieder vorkommen. Eines Tages, wenn sich alles beruhigt hat, sollten wir tatsächlich mal was trinken gehen. Als Freunde. Rein platonisch, versteht sich. Lexi. Warum betont sie das so? Super. Eine Kommunikation von ihrem Freund Jawl. Liebling. Waren wir schon so weit? Ist in Ihrer Kultur Liebling ein zu starkes Wort, wenn zwei Personen einander gern haben? Und ist gern haben ein zu starkes Wort, wenn zwei Leute Freude daran haben, miteinander zu flirten? Ich habe Freude an Ihnen. Selbst jetzt muss ich lächeln, wenn ich mir Ihr Gesicht vorstelle. Wir Angara gehen mit unseren Emotionen offen um. Es ist für mich völlig normal, die meinen, Ihnen zu Füßen zu legen. Ich hoffe, das ist für Ihre Spezies nicht zu seltsam und Sie können sie mit gutem Gefühl annehmen. Ich habe Freude an Ihnen. Mehr noch, ich verehre Ihre Stärke und Ihren Mut und Ihre Schönheit. Ihr Liebling, Jawl. Ach, wie süß. Jawl ist einfach niedlich. Ich finde ihn niedlich. So, die Ärztin Ihres Schiffes, Unrider von Anand Tamari, Pathfinder. Die Ärztin Ihres Schiffes war in letzter Zeit ziemlich häufig im Vortex. Allein. Es ist nicht meine Aufgabe, mich in die Angelegenheiten der Gäste einzumischen. Ich schenke nur Getränke ein, aber vielleicht sollten Sie sich mal drum kümmern, wie es ihr geht. Anan. Ah ja, okay, das haben wir ja schon erledigt. Unrider von Suvi. Lieber? Machen wir mal Liebe draus. Liebe Sarah, machen wir da mal draus. Ich habe gehört, was Liam vorhat. Die Idee ist toll, auch wenn im Moment alles drunter und drüber geht. Ich wäre gern dabei behilflich. Besuchen Sie mich doch mal zu. Ja, machen wir immer. Wir zäumen das Pferd immer beim Schwanz auf bei diesen Sachen. Mail vom angaranischen Widerstand an Ryder von Ephra. Ich habe erfahren, dass Sie eine angaranische KI aus der Zeit vor der Geißel gefunden und beschlossen haben, sie für sich selbst zu behalten und zur Nexus zu schicken. Was ist ihr Problem? Jawl hat erklärt, dass die KI feindselig war und mit ihnen gehen wollte. Unabhängig von ihrer Einstellung zum freien Willen künstlicher Intelligenz hätte ich diese Entscheidung gerne selbst getroffen. Ja, dann hättest du da sein müssen. Paranchi stand kurz davor, die Botschaft zu schließen. Nur dank ihres kontinuierlichen Vorgehens gegen die Cat konnte ich sie davon abbringen. Ich habe ihr versichert, sie würden ebenso kooperativ mit allen Daten umgehen, die sie dadurch jetzt erhalten. Stimmt doch, oder? Und seien Sie bitte beim nächsten Mal nicht mehr so dumm. Da muss ich sagen, Ephra, was ist dein Problem? Also Ephra war ja nicht da. Wir mussten eine Entscheidung treffen. Jawl konnte sie nicht treffen. Und in dem Moment erschien es mir sicherer, die KI mitzunehmen und Sam anzuvertrauen, als sie den Angara zu überlassen, die gar nicht wissen, wie sie mit einer KI umgehen müssen. Die wussten ja überhaupt nichts von dieser KI. Und ich habe ja auch nicht beschlossen, sie für mich selber zu behalten, sondern ich habe ihrer Bitte nachgegeben, was ja auch ein Unterschied ist. Aber da sieht man auch, er sieht die KI nicht als eigenständige Persönlichkeit, sondern als eine Sache an. Und das ist, der Ansatz ist so falsch. Ephra, was ist dein Problem? Ja. Unrider von Commander Dugil. Ihre Befreiung des Arbeitslagers auf Volt hat uns neue Informationen gebracht. Seit Jahren haben die Cat unsere Arbeit in der gefrorenen Stadt Janik ignoriert. Dass wir nach Überresten unserer vergrabenen Vergangenheit suchen, schien für sie keine Bedrohung darzustellen. Aber eines Tages müssen wir etwas entdeckt haben, das die Cat für außerordentlich gefährlich halten. Sie sind in die Stadt eingefallen, haben unsere Archäologen getötet oder versklavt und alles abgeriegelt. Die Informationen aus den Arbeitslagern scheinen zu bestätigen, was bisher nur haltlose Gerüchte waren. In den Tiefen der Stadt könnte eine alte KI aus der Zeit vor der Geißel im Eis eingeschlossen sein. Das erklärt die schnelle und gewalttätige Aktion des Befreckten. Ich habe gehört, dass die Cat Tech wie künstliche Intelligenz scheuen und sie wollen natürlich nicht, dass so etwas uns in die Hände fällt. Bitte behalten Sie dieses Wissen für sich. Ja, das haben wir ja gemacht, ne? Soll das ein Witz sein? Unrider von Cash. Was haben Sie mir da geschickt? Zuerst dachte ich, es sei ein Witz, aber nein, es ist eine feindselige KI. Ryder?
Ich habe sie behütet und gefesselt im Sam-Kern untergebracht, allerdings erst, nachdem sie einige Vorratskisten für Prodromos umverteilt und die Gravitation im Pathfinder-Hauptquartier manipuliert hatte. Ich habe Ted und den anderen nichts davon erzählt. Im Moment bleibt das unser kleines Geheimnis. Ja, sorry, ey, alle hauen mich wegen der KI. Mann, das nächste Mal sollen die sich selber um den Scheiß kümmern. So, Pibi? Ah, Pibi. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung. Ich weiß. Nichts da. Hier wird nicht gelinst. Ich gebe meinem persönlichen Projekt gerade den letzten Schliff. Sagten Sie nicht, es sei auf der Nexus? Ist es auch. Ich vervollkomme hier nur die letzte Komponente. Oder genauer gesagt, ich versuche es. Verschiedene Crewmitglieder haben mir ihre Hilfe angeboten und ich habe jedes Mal höflich abgelehnt und sie nach draußen begleitet. Also danke, dass Sie dieses bedeutende Stück Railtech geborgen haben, aber hören Sie bitte auf rumzuschnüffeln. Ich kann nicht anders. Ich bin von Natur aus neugierig und ich bin mir sicher, die Crew möchte einfach nur Freundschaft schließen. Neugier ist gut, sie steigert die Vorfreude und das mit der Freundschaft überlasse ich Ihnen, das ist nichts für mich. Hören Sie, es ist bestimmt schwierig, der Pathfinder zu sein und trotzdem nicht alles wissen zu können. Aber es gibt so vieles, was niemand außer Ihnen vollbringen kann. Ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass Sie absolut einzigartig sind. Ich hoffe, ich bin nicht nur Ihr neuestes Mittel gegen Langeweile. Das hoffe ich auch. Aber keine Sorge, ich bezweifle, dass ich schon alle Ihre Facetten gesehen habe. Aber keine Ablenkungen mehr. Wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind, wird mein Projekt abgeschlossen sein. Kommen Sie vorbei, dann zeige ich es Ihnen. Jetzt muss ich Sie allerdings bitten, mich wieder meiner Arbeit zu überlassen. Zicke, zicke. Ja, nein, ist ja okay. Dann gucken wir mal, mit wem wir sonst noch so reden können. Wenn uns jetzt Joel auch haut wegen, ne? Dann gucken wir mal eben hier Einsatzteammissionen. Nachbesprechung. Und? Yay, geschafft. Cool. Auch geschafft. Sie haben ein neues Merkmal. Wagemutig. Sehr schön. Das war wahrscheinlich auch nötig. Und? Die haben es auch geschafft. Das ist ja cool. Alle waren erfolgreich. Ich bin begeistert. Und ich hole alle Belohnungen ab. Okay. Und dann gucken wir mal, welchen Level haben die denn jetzt? Die sind 13. Die sind 10 und die sind immerhin schon Level 4. Also, ja. Spion identifizieren. Ah, Relikte. Cat. Komm, da machen wir mal Team Delta. Mission starten. Ich hoffe, das schaffen die. Festtagsmission? Okay. Dann, Moment, wir brauchen einen Helden, war doch... Machen wir jetzt einmal eine... Die haben doch das mit, wir brauchen einen Helden, ne? Ja. Gucken wir mal auf eine Apex-Mission. So eine bronzene schicken wir dann mal. Hier schicken wir auch nochmal die hin. Einfach, weil ich die auch noch... Ne, die sollen leveln und was weiß ich nicht alles. So, irgendwann machen wir dann auch mal Multiplayer. Wenn es dann überhaupt noch Multiplayer gibt, das ist ja auch so eine Sache. Kiosk an und Verkauf. Alle Bergungsgüter verkaufen. Oh ja. Ich würde sagen, so langsam ist das mit unseren Credits eine nette Sache, aber ouch. Ich glaube, das muss ich mal offscreen machen. Es ist ja Wahnsinn, was wir hier alles an Gedöns haben. 5000 Waffen. Ich könnte mal so die nicht so tollen einfach verkaufen. Oder zerlegen für mehr... Ja, vielleicht sollte ich die alle zerlegen. Kann ich das aus dem Inventar eigentlich gucken? Ich dumm Gewehre. 11 Stück. Gott. Zerlegen.
überlegen. Von der haben wir irgendwie viele. Die ist gar nicht so schlecht, ne? Könnte man mal überlegen. Aber die ist besser. Obwohl es nur die Dreier ist. Ach, komm. Zerlegen. Und die Salken 3 können wir auch gleich zerlegen. Okay. Pathfinder, Pioneer. Kann ich das hier irgendwie... Nee, kann ich nicht rausnehmen, ne? Ja, okay. So, dann gucken wir mal Waffen weiter. Schrotflinten. Mods. Zig Millionen Mods. Gucken wir auch mal die ganz niedrigen könnte ich ja mal zerlegen. Ich wollte es eigentlich offscreen machen, ne? Ach, ich mache es jetzt einfach mal hier so ein bisschen. Wenn die irgendwo eingebaut sind, habe ich Pech. Muss ich die halt in besser auch vielleicht mal. Ne? Ist ja auch mal eine Gelegenheit, die dann... Die ist irgendwo eingebaut. Ich finde es aber kein Problem, die Sachen dann auch entweder zu kaufen oder neu zu machen. Vierer-Mods könnten wir schon mal lassen. Schnellverschluss. 3. Kann ich, glaube ich, nicht zerlegen, weil ich es ausgerüstet habe. Na, geht gar nicht. Also das ist ja auch ganz gut. Da kann man nichts aus Versehen zerlegen, was in der Ausrüstung drin ist. Ja, okay. Das geht. Hä? Haben wir das so oft oder was ist hier los? Nee, macht er nicht. Macht er nicht. Warum nicht? Der zerstört keine Mod. Warum nicht? Oder hatten wir die? Wir hatten die nicht 5000 Mal, diese. Das wüsste ich aber. Ah, leichtes Magazin. Da müssen wir auch mal gucken. Ich kann das taktische Zielfernrohr nicht zerlegen. Und hier das Magazin 1 auch nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Ja, jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr Platz. Ultraleichtmaterialien 3. Dann sollten wir die 1er vielleicht mal ausbauen und gegen die 3er umtauschen. So. Okay. Bisschen mehr Platz wieder haben. Ach du Scheiße. 7 Helme. Vielleicht, weil ich den 5 Millionen Mal habe. Dafür, dass er so... Ah. Ach nee, ist ein 3er. Dafür, dass er so selten ist. Also einmal will ich den Helm schon jeweils haben. Ich finde die schon ganz nett. Ich fände es toll, wenn man die irgendwo ablegen könnte. Das fände ich wirklich super. Okay, die Kettdinger will ich eigentlich nicht benutzen. Muss ich sagen, die gefallen mir optisch einfach nicht. Darum zerstöre ich die auf jeden Fall. Und die Dreier-Sachen auch. Und Zweier-Sachen auch. Die Scavenger und die Weltraumforscher-Rüstung lassen wir mal. Ich müsste eigentlich bald die Vierer herstellen können. Vielleicht habe ich jetzt genug Materialien gleich für die Vierer Pathfinder-Rüstung.
Die Fusion oder die Quatsch, die Angara-Panzerung, die lassen wir mal. Die finde ich eigentlich auch ganz interessant. Fusionsmods sind ja auch nicht so viele. Okay, das lassen wir mal. Verbrauchsobjekte, ja. Kann man auch zerstören, aha. Baupläne. Gucken wir mal gerade was anderes. Gucken wir doch mal gerade, ob wir die... Vierer. Ah, uns fehlt leider das simple Eis. ja, dann Abellenbrustpanzer. Ich finde den Pathfinder ganz gut, weil er so eine Mischung ist aus, ne, beiden. Ja, N7 müsste ich herstellen. Also N7 müsste ich, aber da habe ich nicht genug Entwicklungspunkte. Also Forschungspunkte. Ich habe nur 65, das reicht nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich die herkriege jetzt. Also hier habe ich ja wahnsinnig viele, aber... ja. Lassen wir mal. Okay. Das hier ist die ALP-Statuskontrolle, ne? Genau, hier können wir ja nur... Ah ja. Wo können wir denn... Was bei Handel, dass wir die... Nee. Aber wir hatten bei Handel den grauen Markt. Marktbeherrschung. Und das, okay. Nee, aber waren das Verteidigung? Ah ja, hier kann man diese Lager. Also das überlege ich, ob ich das vielleicht... Ach, das kann ich von hier? Cool. Boah, ich habe so viele. Apex. Tech-Materialien. Regelmäßig Forschungspunkte. Das ist gut. Machen wir auch. Und das machen wir auch mal. Okay, jetzt haben wir noch einen Punkt. Und ich glaube, da setze ich mal in den Handelspunkt. Und dann mache ich das hier noch. So. Ah. Nett. Ja, haben wir halt so viele. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir haben 100, ne? N7 Brustpanzer. Nächste Stufe braucht 110. Boah, das ist so. Ja, machen wir mal. Haben wir schon mal den Panzer erforscht. Irgendwann haben wir auch mal die N7-Rüstung auf 5. Ey, wir könnten die bauen. Wir könnten die bauen. Ja, Stufe 30. Wir sind nicht mehr weit. Rein theoretisch können wir die bald tragen. Nur wir können sie noch nicht bauen, weil wir nicht genug Punkte haben. Aber jetzt kriegen wir ja hoffentlich genug Milchstraßenforschungspunkte. Ist hier irgendjemand? Nö. Oh, niemand. Das heißt, die gammeln alle da unten rum. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt irgendwie eine Videoübertragung haben. Möchte Ephra uns vielleicht noch persönlich danken? Nein. Ja, wenn der... der ist immer so... Ich weiß nicht, ich mag Ephra nicht wirklich. Auch wenn ich verstehen kann, dass der keinen einfachen Job hat. Aber ich finde ihn echt ein bisschen... Ja, er ist wie Edison. Ryder. Nö. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden.
Okay, finde ich schade, aber man kann ja nicht andauernd mit den Leuten über irgendwelche Dinge reden. So, gucken wir mal, ob Drake uns noch irgendwas zu sagen hat. Hey! Mhm. Erzähl mir noch was. Haben Sie irgendwelche Geschichten oder Ratschläge für mich? Kratzt sich ein Pinecheck am Arsch? Ja, dann gib mir nochmal Kampftipps. Erzählen Sie mir mehr darüber, wie man die Cat bekämpft. Okay, Erwählte. Es ist nicht gut, wenn einem zu viele von denen auf einmal zu nahe kommen. Ziehen Sie sich einfach zurück, wenn Sie Ihre Schilde treffen, und überlassen Sie sie mir. Ich wette, die sind es nicht gewohnt, von einem Korganer überrannt zu werden. Okay, das stimmt. Das sind sie wirklich nicht gewohnt, würde ich sagen. Wir reden später weiter. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Die Sache mit Drake kann ich ja erst weitermachen. Na, das ist auch noch so eine Sache. Wir müssen diesen einen Planeten da aufsuchen. Kein Gil? Ach, er steht hier rum. Hey, Ryder, was gibt's? Ach, Jill, wir können Jill, sehr schön. Wie geht's Ihrer Freundin Jill? Gut, sie ist ziemlich beschäftigt. Wie es aussieht, ist es eine Menge Arbeit, die Fortpflanzung mehrerer Spezies in die Wege zu leiten. Wer hätte das gedacht? Es hat sie fast wahnsinnig gemacht, damit so lange warten zu müssen. Aber jetzt haben sie sozusagen von der Leine gelassen. Super. Verraten Sie mir ein paar Pokerweisheiten. Man muss bluffen und seine Gegner durchschauen können. Aber ansonsten ist Poker reine Mathematik. Wenn die Wahrscheinlichkeit, genau die Karte zu bekommen, die man braucht, höher ist als der Einsatz, setzt man. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Ja. Okay. Gehen wir nochmal nach unten. Hui. Ja. Okay, nö. Auch keiner? Niemand da. Ich sollte mein Handy lautlos stellen, wenn ich aufnehme. Ryder? Können wir hier nochmal... Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Wir versuchen immer noch, dem Flugschreiber ihren letzten Kurs zu entlocken und dafür zu sorgen, dass wir kampfbereit sind. Okay. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. Okay. Sie bei einem Nickerchen ertappt. Schnarchen alle Angara oder nur Sie? Hallo? Sind alle Menschen im Schlaf oder nur Sie? Ich komme nicht rein. Die Crewtür ist mir vor der Nase zugegangen. Frechheit. Und die geht auch nicht auf. Was ist jetzt los? So. Kann ich hier irgendwas... Ach, der Pijack. Es scheint ihm hier zu gefallen. Diese Viecher sind ein Nein. Und gut für Ziehen. Nö. Okay, Sam. Hallo, Sarah. Die Erkundung der Aufstiegseinrichtung lässt mich an ein salarianisches Zitat denken. Wir haben verzweifelte Seelen zu Waffen erhoben und wissen nicht, was wir zerstört haben. Das ist eine gute Beschreibung des Aufstiegs. Ich habe mich verändert, seit wir verbunden sind, bin aber noch ich selbst. Der Aufstieg überschreibt die Persönlichkeit. Er zerstört sie. Mir war schon vorher klar, dass eine derartige Zerstörung falsch ist. Durch sie weiß ich jetzt, warum sie verabscheuungswürdig ist. Okay. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Warum fressen Dreschlunde keine Komiker? Weil sie komisch schmecken. Danke, Sam. Das genügt. So,
Super. Wir müssen unbedingt weitere Schiffsmodelle kaufen. Ich habe nur eins. Nein. Okay, versuchen wir es jetzt nochmal. Hier ist niemand. Gucken wir uns mal hier so um. Ja. Ey, wie lassen die das denn hier? Alles dreckig. Macht mal sauber. Lauter benutzte Töpfe. Es geht ja wohl gar nicht hier. Niemand im Bad. Okay. Aha. Mhm. Liam? Irgendwas Neues? Ich warte immer noch, dass wir Aya besuchen. Wir könnten dort das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Ich freue mich schon darauf. Ja, das stimmt. Okay, können die nochmal auf seine Vergangenheit? Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Was wollen Sie wissen? Erzählen Sie mir von dem Auto. Wir haben als Familie daran rumgebastelt. Es war Mutters Idee und Vater mochte es, wenn Mutter zufrieden war. So bin ich zur Schrauberei gekommen. Rüstung und Jetpacks. Mutter war natürlich dagegen. Sie wissen ja, wie das ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Meine Erfahrungen mit meiner Familie waren anders. Waren sie das, hä? Ich verstehe schon. Wir haben alle unsere Gründe, warum wir hier sind. Deshalb muss ich das hier hinkriegen. Sonst war Andromeda ein Fehler. Ich habe mich von zu vielen Leuten verabschiedet, um das zuzulassen. Erzählen Sie mir von Ihren Freunden bei den Spezialeinheiten. Ich habe geschworen, niemandem zu sagen, was sie getan haben. Ein Shuttle für das Auto zu stehlen, war völlig verrückt. Dondi, Base, Metzi, Noel, Cap und der gottverdammte Hammond. Die besten Leute, wenn es um eingestürzte Gebäude geht. Irgendwann muss ich hier eine Zweigstelle aufmachen, wissen Sie? Das habe ich versprochen. Okay. Reden wir später weiter. Alles klar. Okay. Ja, bevor wir dann mit Joel... Obwohl, wir reden mal mit Joel. Ich wollte gerade sagen, das mache ich vielleicht in der nächsten Folge, aber ich rede jetzt mal mit ihm. Vielleicht hat er noch was zu sagen. Ey, zur KI? Meine Berichte von Aphra über Axul sind beunruhigend. Oh. Ich verstehe nicht, wie es den Roker gelingt, so viele zu rekrutieren. Okay. Bis später, Joel. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Okay, das, ja, ich habe jetzt gedacht, wir hätten schon Neuigkeiten. Ja, dann würde ich sagen, mache ich einfach, dass ich auf die Brücke komme und dann, wir könnten dann mal den Abstecher nach Aya machen. Es liegt ja quasi auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob wir mal mit Phoebe reden sollen, aber die war gerade so schnippig. Ja, ich glaube, in der nächsten Folge machen wir dann einen kurzen Abstecher nach Aya. Und danach dann definitiv nach Haval. Nexus machen wir dann später. Ja, machen wir so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.